Ich mach mal gucken, wie hier so welche. Bisschen hier. So, die 365 Quest Channel heute im September. Und die ganzen anderen, die mitmachen, stehen da unten. So. Jetzt zu unseren schönen Fragen. Zu meinen Fragen. Erstens, welche Entscheidung würdest du am liebsten nicht fällen? Die Entscheidung, einen neuen Internet, also Telefonanschluss zu benutzen und zu haben und zu nehmen. Das ist irgendwie kompliziert. Es gibt so viele Anbieter, Leute. Ich weiß nicht, welcher am besten ist. Zweitens, was hinterfragst du? Ich hinterfrage jedes Wort fast manchmal und meine Träume und meine ganzen Wünsche und meine alles irgendwie. Das ist sehr viel. Drittens, was ist das Neueste, das du gelernt hast? Ruhe zu bewahren? Nein, Quatsch, habe ich schon. Keine Ahnung, Leute, das ist so einschlafen, diese Frage. Vielleicht nicht bei diesen Fragen einzuschlafen, genau, das habe ich heute jetzt gelernt dazu. Viertens, wohin würdest du gerne gehen? Wohin würde ich gerne gehen? Ich gehe überall dahin, wo ich sowieso hingehen möchte. Aber wisst ihr, was ich machen würde? Ich würde einmal um die Welt so gehen wollen, irgendwie, oder zwischendurch so irgendwo überall hin, irgendwie. Aber das ist zu viel, Leute. Das schafft man gar nicht in einem Leben, die ganze Zeit überall hinzugehen. Fünftens. Den letzten Arzttermin hast du gemacht, weil ich krank war. Sechstens. Nenne drei Dinge, die du heute erledigt haben solltest. Aufstehen, Zähne putzen, essen. Ja, ist auch richtig. Siebtens, was ist das Letzte, worüber du dich schuldig gefühlt hast? Das Letzte, wo ich mich darüber schuldig gefühlt habe, war wirklich, wirklich, Leute, das war echt so ein bisschen blöd. Ich habe sonst die letzten Jahre wirklich so selten gemacht, dass ich mich verglichen, verurteilt, beurteilt und sonst was habe mit irgendwelchen anderen Personen. Aber ich habe mich die letzten paar Monate ehrlich die ganze Zeit verglichen und verurteilt und beurteilt deswegen, dass ich mich mit dieser Person verglichen habe. Und deswegen habe ich mich halt schuldig gefühlt, weil ich es ja für mich gemacht habe. Ich habe mich ja gedanklich und überhaupt mit allen Sachen verglichen. Und das ist echt ein bisschen heftig gewesen. Und zwischendurch habe ich auch geweint und habe gedacht, bin ich jetzt bekloppt? Warum mache ich das überhaupt? Ich kann auch einfach ich bleiben und ich sein. Und warum muss ich mich mit irgendjemandem vergleichen? Achtens. Mein Leben wäre einfacher, wenn die Sonne scheint, wenn es überall Frieden gibt. Neuntens, schuldet mir jemand Geld? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich habe vielleicht vergessen, sonst ist es egal, ne? Zehntens, wann war es das letzte Mal, als du einen Tag verschwendet hast? Ich verschwende manchmal oft meinen Tag. Also ich verschwende eigentlich gar keinen Tag. Ich lebe den. Meinen Tag lebe ich immer so, als wäre es der letzte. Man weiß ja nie, was morgen passiert. Elftens, was ist dein Lieblingsgadget? Was steht da, Leute? Das interessiert mich nicht. Die Frage lassen wir weg. So. Zwölftens. Den Computer, den ich am meisten benutze, ist der Computer, wovor ich sitze. 13. Wie hast du deine Freizeit heute verbracht? Mit Bücher lesen und Hunderunden. 14. Warst du heute gestresst? Warum? Was ist das? Kein Stress. 15. Was war das Letzte, was du einer anderen Person gesagt hast? Ich liebe dich. Zu meinem Schatzi. 16. Wer schmiss
die letzte Party, auf die du gegangen bist? Gegen ein Geburtstagskind. 17. Was lief heute perfekt? Der perfekte... Ja, Moment. 18. Wie alt fühlst du dich? Heute oder überhaupt? Also ich überhaupt fühle mich wie 120. Sehe aus wie, weiß ich nicht, 20. Und bin noch ein bisschen älter. 19. Oh mein Gott. Oh meine Güte, nee. 20. Was für eine Art von Druck hast du heute gespürt? Oh, ein Pickeldruck. 21. Das letzte Geschenk, was ich erhalten habe, war das ist eine langweilige Frage, weil ich so wenig, also wenn das Materialgeschenke sind, bekomme ich gerade gar keine so oder überhaupt, wünsche mir auch keine, sondern eher nur einen schönen Kuss. 22. Würdest du den heutigen Tag ändern? Nein. 23. Ich glaube an Wunder. 24. Was wünschst du dir heute übersprungen zu haben? Dieses Video? 25. Hattest du deinen Tag in Kontrolle? Hattest du deinen Tag in Kontrolle? Hallo, was ist das für eine Frage? 26. Was machte diesen Tag lohnenswert? Die Sonne. 27. Warst du ein guter Zuhörer heute? Ja. 28. Ich habe niemals... Ich habe niemals gegähnt. Haha, Scherz. Keine Ahnung. 29. Hast du jemals gegen das Gesetz verbrochen? Wie? Das kann ich so nicht sagen, denn ich habe immer wieder bei meinem ganzen Arbeitgeber ein erweitertes Führungszeugnis abgegeben. Und das war immer positiv. Keine Einträge. 30. Hast du dich heute gelangweilt? Ja, langsam langweile ich mich wegen dieser Fragen, Leute. Das ist total langweilig. Nein, es ist langweilig. Das müsst ihr selbst entscheiden, ob es für euch jetzt langweilig war, dieser September. So. Ich wünsche eine schöne Zeit und lasst es euch nur gut gehen. Ich muss mich jetzt ein bisschen strecken, bevor ich einschlafe bei diesen ganzen Fragen. Tschüssi.